Die Befruchtung durch Spenderspermien soll möglich machen, was die Natur nicht vorsieht. Worum geht es bei der Samenspende und was bedeutet sie für die am stärksten Betroffenen, für die Kinder? Ein Kind entsteht natürlicherweise durch die Vereinigung von Mann und Frau, von Vater und Mutter. In der Schweiz ist die Samenspende lebenden verheirateten Mann-Frau-Paaren in gebärfähigem Alter vorbehalten, die unter einer klinisch diagnostizierten Unfruchtbarkeit leiden oder Träger schwerer Erbkrankheiten sind. Die Samenspende auf lesbische Paare auszuweiten, wäre keine Bagatelle. Samenspende bedeutet in vielen Fällen, dass mit Absicht Kinder gezeugt werden, denen ihr Vater vorenthalten wird. Jungen und Mädchen, die ohne die Liebe ihres leiblichen Papas aufwachsen müssen. Auch die Verwurzelung in ihrer Herkunftsfamilie wird diesen Kindern vorenthalten. Sie lernen weder ihre Großeltern noch ihre Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen väterlicherseits kennen. Dass in Geburtsurkunden künftig behauptet werden müsste, ein Kind habe zwei Mütter, ist zudem ein Bruch mit dem Realitätsprinzip. Eine Ausweitung der Samenspende auf lesbische Paare würde Ungerechtigkeiten schaffen. Gesunde, fruchtbare Frauen dürften eine Behandlung in Anspruch nehmen, die bislang Frauen mit einer klinisch bedingten Unfruchtbarkeit vorbehalten war. Bisher geltende Einschränkungen aufzuheben, würde die Nachfrage nach fremdem Erbgut massiv erhöhen und den Handel damit noch attraktiver machen. 2019 wurden in der Schweiz rund 4.000 durch Samenspende gezeugte Kinder geboren. Würde die Samenspende für lesbische Paare erlaubt, wird die Anzahl geplant vaterloser Kinder zunehmen. Länder wie beispielsweise Dänemark kaufen aufgrund der hohen Nachfrage im Ausland Spermien ein. Zudem würde die Erweiterung den Trend verstärken, die Medizin nicht zur Behandlung von Krankheiten, sondern zur Erfüllung persönlicher Wünsche einzusetzen. Der Druck, Eizellenspende und Leihmutterschaft in der Schweiz zu legalisieren, nehme massiv zu. Zusammenfassend folgt daraus, dass die Ausweitung der Samenspende die grundlegendsten Bedürfnisse von Kindern missachtet, um die Wünsche von Erwachsenen zu befriedigen. Die Schweiz würde damit humanitären Prinzipien und der Menschenwürde grundlegend widersprechen. Können und wollen wir, Juristen, Eltern, Politiker, Pädagogen und Stimmbürger, stillschweigend zulassen, dass das Kindeswohl den Interessen von Erwachsenen geopfert wird?